Tag und begrüße euch recht herzlich hier zu einer Setzlingsausbeute. Ja, und zwar haben sich wieder einige geheimnisvolle Setzlinge oder Rätselbäume angestaut in meinem Inventar und die habe ich natürlich jetzt hier raufgeklatscht und daraus kommt jetzt eine aus knapp 30, ich glaube es sind 29 auf der Insel, sind auch noch überragende drei Stück Ausbeute dazu. Ja, bunt durchgemischt, wenngleich eigentlich zwei Drittel wahrscheinlich eh von diesen Rätselbäumen bei Kalsee sind, von daher würde ich mal sagen, starten wir gleich rein mit den ersten hier auf der Farm. Das ist ein Zuckerahorn XXL. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dann geht's weiter mit einer Dattel XXL. Dennoch freue ich mich auch, wenn ein paar Sonderbäume kommen würden hier. Und da ist schon die Seidenakazie. Sehr, sehr geil, denn davon habe ich noch ziemlich wenig. Dann nehme ich gleich noch ein Stück. Liebend gerne. Weiter geht's mit Yippie-Yayen Apfelbaum XXL. Danke, nein. Und die Tanne kann ich auch eher weniger, wenngleich die ist jetzt nicht so schlecht, gebrauchen. Was haben wir hier? Eine Schwarzweide XXL. Das ist ziemlich gut. Dann geht es weiter mit einem Sanddorn XL. Bekanntlicherweise gibt es aber die XL-Upgrades von den normalen Bäumen hier nicht mehr. Also die XL-Upgrades sind ja alle von Sonderbäumen. Hier haben wir einen Speierling XL. Dann geht es weiter mit Bergwacholder XXL. Da fehlt mir, glaube ich, bis jetzt zumindest die XXL-Variante davon. Also auch ziemlich gut. Dann haben wir einen Kirschbaum XXL, ein Fall fürs Inventar wieder mal. Dann Sanddorn XXL, sehr, sehr schön. Weiter geht's mit noch ein Bergwacholder XXL. Gefolgt wieder von einer Tanne. Noch ein Bergwacholder. Noch ein Bergwacholder und ein Speierling XL. Das waren also jetzt hier die Baikalsee-Rätselbäume. Irgendwie so in der Art hießen die. Weiter geht's mit Rätselbäume. Kein Gorms. Wer denkt sich von Big Point die Namen von den Rätselbäumen aus? Oder haben die irgendwas Besonderes zu bedeuten? Keinen Plan. Klingt auf jeden Fall alles ziemlich komisch. Dort geht es los mit einem XXL von Sakura Baum, davon habe ich ziemlich viel. Dann, Atlasbaum. Der ist zwar jetzt nicht so mega Bombe, aber so oft habe ich den tatsächlich auch noch nicht. Dann haben wir hier einen Drillingsbaum. Das freut mich. Wie gesagt, alle Rätselbäume hier aus Hartriegel geht's weiter. Aus dem Hartriegel natürlich, ne, aus diversen Events angespart, also davon ist kein einziger gekauft. Und ein Kovai XL ist von diesen Rätselbäumen der Abschluss. Aber es geht weiter mit einem überragenden Rätselbaum Eri See. Und es wird ein Birnbaum XXL. Danke, nein. Dann Sanddorn XL. Wir sind bei Rätselbäumen Lotse angelangt. Da wäre ja die Eistanne, meine ich, die damals neue. Drillingsbaum, auch nicht so schlecht. Und Zuckerahorn XXL. Das also hier auf der Farm. Und wie gesagt, auf der Insel habe ich auch noch überragende drei Stück, glaube ich, davon stehen hier. Von Tiki Rätselbäume Maui und Hokkaido. Und das ist noch Maui. Alles klar. So, die dauern ja bekanntlicherweise etwas länger, ja. Wir starten rein mit 3 Stunden Verspätung. So. Bananenbaum XXL hätte nicht schlechter losgehen können. Nee. Weiter geht's mit einem. Und ich klicke auf den letzten auch gleich, weil das dauert sonst. Ja, da kommt natürlich sofort. Hier haben wir mal einen Birabarbaum. Biribarbaum. Irgendwie so natürlich. Der freut mich, denn den habe ich auch noch nicht so oft. Und eben hier ein Markostanbaum XX. Und das war es auch schon wieder von meiner Rätselbaum-Ausbeute hier. Und ja, alles geschenkt sozusagen, nichts gekauft. Viele Bergwacholder XXL. Ansonsten ein paar schicke Bäume hier auch rausgekriegt hier. Ich kann mich nicht beschweren. Und kurzer Blick, wann kommt wieder eine Rätselstall-Ausbeute? Habe ich da schon wieder? Ne, da habe ich noch nicht überragend viel. Das spare ich noch ein paar weiterhin an. Würde ich mal sagen, aber ihr könnt natürlich hier gerne klicken zum Schluss, denn da ist die letzte Rätselschallausbeute, die etwas, naja, wie soll man sagen, also das
Orange ist, glaube ich, das gute Stichwort. Trifft es ziemlich gut. Könnt ihr gerne draufklicken oder weitere ausbeuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und gerne bis zum nächsten Video. Ciao.